Herzlich willkommen zurück im Kommandobunker. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 32 von Let's Play Xenonauts. Ja, in der letzten Folge gab es große Kontakte auf dem Radar, die habe ich abschießen können, allerdings auch einige Verluste bei den Abfangjägern hinnehmen müssen. Der Luftkampf ist weiterhin ein Gebiet, bei dem ich noch ein wenig Verbesserung benötige. Drei große Kontakte und für einen habe ich mich entschieden. In der Nähe von Griechenland? Oder ist das? Doch, das muss ja Griechenland sein. Shrike Dropship ist unterwegs. Die Jungs und Mädels sind bereit. Na dann. Engage. Da bin ich mal gespannt. Ein großer Kontakt. Was ich abschießen konnte, war das sogenannte Cruiser-UFO. Eines der stärkeren Kampf-UFOs. Okay. Bei einer Farm. Hier ist der Rand der Karte. Dort ist... sind Wrackteile. Meine Herren, hat einer aber das Haus zerlegt. Was ist denn da los? Zunächst einmal die Gegend erkunden. Alien-Typ gesichtet. Das ist ein Harridan. Alles klar. Gut zu wissen. Das heißt, die Scharfschützen müssen raus. Ja. Ein Harridan. Okay, das heißt, Androns sind da, oder ich hatte letztes Jahr noch Sibillions. Suppressed. Sehr schön. Ja, das ist wenigstens etwas. Die Dinger sind nämlich gefährlich. Okay. Du kannst ihn nicht sehen? Jetzt kannst du ihn sehen? Aha. Also irgendwas hat das Haustier zerlegt. Nicht, dass das UFO jetzt schon hier in der Nähe ist. Also das wäre wirklich... das wäre ja witzlos. Mal eben gucken. Nix da. Gut. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall entlang dieses Trümmerfeldes weiter bewegen. Und das Haus weiter zerstören. Ja. Na, schau mal. Jeder weitere Schuss ist gut. Auch wenn er nicht trifft. Ist immer suppressen, genau. Oh ja, kannst sogar Burst feuern. Sehr gut. Immer drauf. Und da ist die Plasma-Torch. Die Plasma-Version des Flammenwerfers, die möchte ich ja gerne noch heute noch ausprobieren. Wahrscheinlich habe ich noch einige Gelegenheiten dazu. Ja, du fliegst und du bist weg. Einige Schüsse gab es, wahrscheinlich auf Zivilisten. Da ist einer der lokalen Einsatzkräfte. Bei Farm Maps heißt das ein wütender Farmer mit seiner Schrotflinte. Und ich vermisse einen Harridan. Wo sind die Dinger denn? Da ist auch einer. Also, Sniper ist erstmal draußen. Also der Harridan ist ja der Scharfschütze der Aliens. Das heißt, ich gehe am besten ins Gebäude. Und da ist das UFO. Aha. Das ist anscheinend hier runtergekommen und dann, ja. Okay. Beide Trupps müssen jetzt vorrücken. Denn ich habe hier oben ein schönes Haus, in das kann ich mich nämlich reinstellen mit meinen Scharfschützen und die haben dann einen Überblick. Ja, warum eigentlich nicht? Das Ding ist aber auch zerlegt, ich hoffe mal, dass das nicht einstürzt.
auch da oben rein, ja. Sehr schön. Gut, der Harridan ist verletzt. Der heilt sich nicht selber, wie die Sibillions das immer machen. Oh, der sollte dann auch gleich hoffentlich nicht den ersten Schuss kriegen. Zu gefährlich. Nahkämpfer. Und Raketenwerfer erstmal hier im Hintergrund lassen. Hier ist nämlich noch jede Menge offenes Feld. Aha, da ist der Harridan. Wo fliegt der denn hin? Aus dem Haus raus und zum UFO. Äußerst interessant. Gut. Scharfschützen. Hier. Ab ans Fenster. Ihr habt den Harridan gesichtet. Sehr gut. Er ist immer noch im Flug. Das heißt, er kann sich nicht wehren. Also denn. Einmal anlegen. Ein präziser Schuss. Und der Harridan ist Frikassee. Ja. Fliegende Einheiten werden dann abgeschossen, fallen runter und zerplatzen am Boden. Die Schwerkraft tut dann ihr Übriges. Okay, du fliegst einmal durchs Haus, interessant. Und dann durch die zerstörten Bodendielen hoch. Ah, ja. Okay, gut. Gut, ich will mich nicht beschweren. Da haben wir noch einen Farmer und das Ende der Karte. Ah, so wie es aussieht, komme ich allerdings nicht hier an das UFO ran, sondern muss mich die Straße runterarbeiten. Gut, dann. Jetzt wohl keinen anderen Weg dran vorbei. Ja, will ich mal behaupten, dass die Gegend hier gesichert ist. Die Farmer haben sich nicht aggressiv gezeigt. Der Harridan ist einfach abgehauen. Dann muss ich eigentlich noch auf zum UFO. Als sicher gehen. Hier ist nichts. Das ist das Ende der Karte. Und da ist absolut nichts. Gut. Hinknien. Du bist ein Fernkämpfer. Nee, Nahkämpfer bist du. Okay. Und jetzt habe ich die beiden hier noch nicht aus dem Dropship geholt. Ja, gut. Ein Haus. Scharfschützen. Ihr dürft euch gleich wegbewegen, denn das Haus ist relativ nutzlos. Außer vielleicht die Fenster auf der Seite. Ja, hier dürft man noch einige Winkel und freies Schussfeld haben. Ja, hier ist nichts. Aber soweit müsste das eigentlich passen. Die Farmer wundern sich gleich wahrscheinlich, warum ihr Haus so zerlegt ist. Ja, dort ist ein UFO runtergekommen. Diesmal war ich es nicht. Also ich habe keinen Kollateralschaden bisher angerichtet. Ja, das soll ja keiner behaupten. Ich würde hier alles zerstören, wenn die Xenonauts auf dem Feld sind. Ein Alien. Es ist ein Sibillion. Und da wir Harridans haben, nehme ich an, dass Reaper wahrscheinlich nicht auftreten werden. Gut. Zuerst. Suppressive Fire. Ja, von hier. Genau. Wow, 110. Hey, nicht schlecht. Kannst du oder kannst du nicht? Du kannst nicht. Okay, Colonel Sophie ist meine Top-Scharfschützin. Hat keinen Schuss.
Ärgerlich. Das heißt, ihr müsst leider das Gebäude verlassen. Sophia has left the building. Ebenso Tobias. Gut. Ja, das Kampfgewehr nach vorne. In Knien. Und erledigt. Sehr schön. Gut gemacht, Captain Niklas Jensen. Das Maschinengewehr bitte an die Front haben und dann wird weiter auf das UFO vorgerückt. Das ist ja hier noch. Ja, ist noch ein bisschen Platz. Okay, die Xenonauten sind wieder dran. Aha, da kann ich reingucken. Ah, du bist die mit der schweren Waffe, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ist ein taktischer Albtraum. Ich, richte mal eine Sichtlinie ein. Ja, da hätten jetzt auch Zivilisten hinter sein können. Ich weiß, ich weiß. Ah, wie war das mit Kollateralschaden? Richtig, da war ja was. Okay, hier sind bisher keine Aliens. Ist durchaus positiv. Scharfschütze dort. Und die Scheune brennt. Alle mal hinknien. Dann die Gegend sichern. Hier ist soweit nichts, sonst wäre der Farmer schon längst gestorben, der da hinten rumläuft. Genau. Gasrakete rein und vorrücken ist nicht mehr. Okay. Dann etwas schneller vorrücken. Dort ist das UFO. Und noch einige Alien-Kontakte. Bisher nicht, aber man kann ja nie wissen. Deshalb nehme ich mal den Shotgunner hier. Sergeant Alan Sanso. Und sichere die Räumlichkeiten. Ich würde dich jetzt eigentlich gerne hier rein, ja. Hallo. Nein, zu wenig zum Brutzeln. Da ist das Alien, ne? Na, man könnte ja mal
versuchen. Die Plasma Torch. Ja, ich würde sagen, für den ersten Einsatz der Plasma Torch ist das ziemlich gut gelaufen. Jo, Zivilist. Sicherstellen, dass der Raum hier gesichert ist. Sicher ist er sicher. Da brennt nämlich alles. Okay. Dann weiterhin aufs UFO vorrücken. Bisher keine Kontakte gehabt. Das ist gut fürs Erste. Ich würde mir aber wünschen, dass ich schnellstmöglich das UFO sichern kann. Du hast noch hier. Ja, genau. Komm. Hast dich so gut angestellt, jetzt darfst du auch weitermachen. Wie war das nochmal? Fedor Bogdanov, ne? Ja, Fedor Bogdanov. Aus der glorreichen Sowjetunion. Mit dem Flammenwerfer. Nicht schlecht. Ja, hier ist nichts mehr dran. Und weiter. Nichts. Dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Aber sicher ist sicher. Nein. Okay, hat sich jemand noch nicht bewegt? Ja. Lieutenant Sarah Davis mit dem Raketenwerfer. Ab nach vorne. Okay, bevor ich mich aufs UFO zu bewege, werde ich hier die Gebäude sichern müssen. Oh, was ist mit dir los? Du duckst dich. Das bedeutet meistens... Nein, halt! Ach. Ja, egal, hier ist auf jeden Fall nichts drin. Gut. Kann ich mich erstmal hier auch ducken. Ja, das bedeutet meistens, dass irgendwas in der Nähe ist, wenn die sich ducken. Nein, ich möchte nicht dein Inventar aufrufen. Auch nichts. Gut, dann kann ich mich aufs UFO ausrichten. Ihr geht hier hin. Das UFO hat drei Eingänge. Einen Haupteingang und zwei Nebeneingänge. Ich nehme, glaube ich, die Nebeneingänge und sichere von dort aus dann den Haupteingang. Oder ich mache es so. Ich nehme die Scharfschützen mitsamt des Raketenwerfers vor den Haupteingang, oder hier in die Ecke. Besser gesagt, dass sie Sicht auf den Haupteingang haben, schießt die Tür auf und alles, was da reinkommt, oder meint, es müsste irgendwie den Kopf aus der über die Türschwelle strecken, wird dann ein blaues Wunder erleben. Ja. So weit, so gut. Nichts. Das ist alles leer. Gut, 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 gut. Kerlemann, sammeln. Vorher noch sicherstellen. Ja. Sammeln. Alle hier hin. Und dann geht es aufs UFO.
Hey, ich glaube, die Scheune fackelt gerade ab. Oder? 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 Nee. Obwohl? Nee, tut sie nicht. Ich habe Gras. Also, irgendjemand ist auf Gras gelaufen, das gerade. Ich habe Gras. Oh Gott, ich habe gerade. Ja, ich habe gerade. Ja, okay. Nein, irgendwas ist da gerade eingeknickt worden. Irgendwas ist hier. Ich habe Gras, ja. Ah ja, Heizmeister 2018. Er hat Gras. Super. Okay, auf die Gefahr hin, dass mir da was entgegenkommt. Scharfschützen. Raketenwerfer. Und Scharfschütze Nummer 2. Nummer 1 bleibt und ist, oder ist und bleibt, besser gesagt, Lieutenant Sophia Smirnova. Nee. Colonel Sophia Smirnova. Okay, dahin. Dann kann die Plasma Torch gleich nach vorne. Jetzt aufgestellt wie in der Schießbude. Hoffentlich beißt mich das nicht in den Allerwertesten. Nein, anscheinend nicht. Gut. Scharfschützen. Wie sieht das Schussfeld aus? Frei. Gut. Dann Wachen aufstellen. Nein. Du läufst da jetzt nicht hin. Du läufst da weit außen rum. Für dich gilt das Gleiche. Der Herr mit der Fackel hier, der Plasma Torch, auch da nach vorne. Jetzt gerade nicht in Panik. Sehr gut. Bist schon mal nicht in Panik geraten. Ja, nee. Kein Burstfeuer. Wie löse ich dieses Problem? Ich kann nicht mich auf meine Scharfschützen vertrauen, dass sie nicht meinen eigenen treffen. Sind nämlich eigentlich ziemlich gut. Okay, jetzt wechselst du deine Pistole gegen ein Medkit aus und heilst dich. Und dann wird dir die Pistole. Naja, geht nicht gut. Ah. Das ist ja schon mal wunderschön gelaufen. Der ist jetzt schon fast tot. Ah, nicht wirklich, aber. Ja, das ist ein Reaktor. Der ist aber auch schon ein bisschen beschädigt. Das ist natürlich unvorteilhaft. Ein unachtsamer Schuss und das Ding. Ja. Das Ding geht dann hoch, ne? Aber wenigstens auf meine Scharfschützen verlassen. Die haben hier das ganze Feld gut im Blick. Ich kann die Tür gar nicht einschießen, da ich jetzt nur noch Gasraketen habe. Na gut, dann kommst du mit rein.
Und dann habe ich hier noch jemanden vergessen. Ja, ihr braucht, glaube ich, die extra Feuerkraft. Denn die da haben die Plasma Torch. Die ist in kleinen Räumen ziemlich effektiv. Wieder Gras. Irgendwas ist hier. Kann sein, dass hier gerade alles abfackelt oder. Ich weiß es nicht. Was die Zivilisten, die gerade über die Grasflächen laufen. Ja, ich sehe dich. Oh ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Plasma Torch oder nicht Plasma Torch? Das sind die Antriebe da. Da möchte ich auch nicht unbedingt eine Kettenreaktion auslösen. Deshalb ganz vorsichtig schmoren. Also, hat geklappt. Sehr gut. Wohl ein Antrieb ist schon leicht beschädigt. Da müsste ich dann, ups, aufpassen, dass da nicht allzu viel. Ja, einmal Waffe austauschen bitte. Und bevor du noch was abkriegst. Ich meine, er hat zwar ein Schild, aber. Okay, gut. Au. Vorsicht mit dem Reaktor. Taktischer Rückzug. Ich hasse es, wirklich. Ich hasse es absolut, wenn die Reaktoren in kleinen Räumen noch sind, die man sichern muss. Da kann so viel schief gehen. Okay, das Alien kommt nicht herum. Ja, das sehe ich erstmal als gutes Zeichen an. Okay, ja, nein. Jetzt sich hinter den Reaktor stellen und dann schießt das Alien. Ja, natürlich. Das ist Desaster, vorprogrammiert, aber ich kann eine Rauchgranate werfen. Ihr seid leider gerade in dem Raum festgenagelt. Schade drum. Dann geht's hier weiter. Wo ist denn hier die Tür? Da ist die Tür, wieso sehe ich da nicht rein? Merkwürdig. Sniper, geht mal ganz nah an die Tür und klopft mal ganz nett an. Ich sehe da immer noch nicht rein. Warum nicht? Warum kann ich dort nicht reinsehen? Okay. Das nervt. Ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wo das Alien dort ist. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier irgendwo? Okay, ah, da. Hört sich an, als wäre es tot. Ist es auch. Gut. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Dass ich hier keine Einsicht habe, aber. Also, ich kann nicht reinsehen, ne? Ich bin schon einsichtig, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die
Liegt das daran, dass hier wahrscheinlich das UFO so am Rand ist, oder woran liegt das? Ich meine, es gibt noch eine zweite Etage, ich allerdings nur mit den Teleport-Pads hier rausfinden kann. Das wird jetzt ein bisschen ein Blindflug. Na gut. Wo sind die Teleport-Pads? Vor allem, da ich hier absolut nichts sehe, würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und ich speichere und werde mich dann melden, wenn ich den Bug behoben habe. Hoffentlich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es geschafft, die Teleporter-Pads zu finden. Ich habe einfach einen Scharfschützen befohlen, auf die zweite Ebene zu gehen. Ich wollte eigentlich, dass er rausfliegt und sich das hier anguckt. Allerdings hat er dann die Teleporter-Pads genutzt, also ja, gut. Ja, dann, wo wir einmal schon da sind, kann man sich eigentlich auch, denke ich mal, dann hier ausrichten. So. Rifleman. Nein, ich möchte den anderen Schildträger möchte ich eher ungern hier oben haben. Ich glaube, es lässt sich leider nicht vermeiden. Der kommt aber leider nicht da hoch. Der Herr mit der Plasma-Torch ist oben. Die schweren Waffen sind oben. Doch, du kommst da auch hoch. Sehr gut. Was macht denn der Schildträger dann? Schafft es irgendwie nicht da hoch. Ah ja. Gut, dann doch nicht. Die Scharfschützen, genau. Die lasse ich die erstmal hier oben. Granate! Hahaha! Oh. Ja, das ist ja mal super gelaufen für dich, hä? Ja, hast du eine Granate geworfen. Ah, gut. Rested. Sehr gut. Ja, das ist ja mal herrlich gelaufen, du. Hast eine Granate gegen die Tür geworfen. Kaputt. So. Ich weiß, dass da noch was ist. Röstet ihn weiter. Röstet sie alle. Und Rauch bitte. Oh ja. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Und dahin. Jupp, ich sehe dich und du hast keine Waffe, das heißt, du wirst bestimmt eine Granate werfen wollen. Tilde Clausen. Was auch immer dahinter ist, du kannst es gleich erledigen. Wenn ich nämlich noch jemanden hochschicke, noch einen weiteren Rifleman. Nee, es ist nicht. Gut. Jetzt ist es ein bisschen Chaos hier, aber es sollte eigentlich ganz gut laufen. Nein, Emma Ford! Das war die Plasmakanone. Von wegen, es sollte ganz gut laufen. Emma Ford hat's erwischt. Medic.
Was tut ihn? Und du. Dich werde ich jetzt durchlöchern. Ach, wenigstens suppressed, okay. Und dann einmal von hinten. Kaputt. Und ich glaube es nicht. Emma Ford hat überlebt. Emma 14. So. Ah, oh, ein Bug und dann das noch. Und was haben wir denn? Alien Anti-Gravity Generator, Cruiser Data Core und Harridan Officer Corps. Aha. Ja. Beförderung zum Commander. Ich salutiere. Und ein Purple Heart, das Verwundetenabzeichen für Sergeant Emma Ford. Es ist ja nochmal gut gegangen. New Projects available for research. Alien Anti-Gravity Generator. Oder das D-54 Valkyrie Assault Boat. Ne, dann nehme ich erstmal den Antigravitationsgenerator. Das würde ich gerne mal herausfinden, wie das funktioniert. Ja, und damit sind die anderen Crash Sites auch hinfällig. Jungs und Mädels, kommt zurück. Und nach diesem Blindflug, diesem Teleport ins Ungewisse sozusagen, verabschiede ich mich auch wieder für diese Folge. Also denn, ich bin der Heizmeister und man sieht sich wie immer im Kommandobunker wieder. Macht's gut und bis dann.